Eine Frage habe ich noch, okay? Sie wollen jetzt gehen schon, oder wie? Eine Frage machen Sie noch, oder? Eine Frage machen Sie noch. Okay. Immer auf die Zahlen zu. Ja, eine Frage machen Sie noch. Haben Sie die Bibel dabei? Das war alles so. Können Sie mal Nehemia aufschlagen? Nehemia 7. Ja. Nehemia 7, Vers 6. Ja. Mich interessiert nämlich auch, was da dran steht. Ja, machen Sie das. Also wie gesagt, Sie sind bei uns immer sehr herzlich willkommen. Alhamdulillah. Freue mich so, Leute wie Sie zu sehen. Ich meine es ernsthaft. Was sagt denn der Kapitel? Nehemia 7, Vers 6, bitte. 7, Vers 6. Ja. Hier steht, ne, ich lese aus Esra 2 vor, das ist dieselbe Geschichte, ja. Und dies waren die Söhne des Gerichtsbezirks, die aus der Gefangenschaft der ins Exil weggeführten, hinaufgezogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil nach Babylon weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Das ist genau dieselbe Stelle hier, ne? Moment, Nehemia 7, ach, entschuldigt. Ich habe von Esra vorgelesen. Ja, das war von Esra vorgelesen. Das gehen wir von Nehemia. Also in Jeremia, ich lese mal kurz von Esra vor, ja? Nochmal. Ich war der verkehrte Satz. Das ist ja kein Problem. Deswegen stimmte das nicht überein. Das passiert in Nehemia 7, Vers 6. Ja. Außer Gott. Gott passiert sowas natürlich nicht. Weil Gott ist perfekt. Ja. Und dies waren die Söhne des Gerichtsbezirks, die aus der Gefangenschaft, der ins Exil weggeführt, hinaufzogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil nach Babylon weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Jeder in seine eigene Stadt. So. Hierbei 6 steht, dies sind die Söhne des Gerichtsbezirks, wieder Gerichtsbezirk, die aus der Gefangenschaft, der ins Exil weggeführt, hinaufgezogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und nach Juda zurückkehrten. Das ist dieselbe Geschichte, ne? Also, dann fängt bei Dings an, bei Vers 10, 8. Vers 8 fängt er an, die Zahlen aufzuzählen. In Esra werden die. Lesen Sie mal ab Vers 8. Die Söhne Parosch. Die Söhne Parosch. 2172. Ja, sind in Esra genauso viele, stimmt überein. Und dann die Söhne Scheriatz ja. So, ne? Wie viel sind das? 372. Dann kommt Arach, ne? Wie viel sind das? Moment. 652. Gut, in Esra steht 775. Ja, nee, Moment. Achso, 7, das ist ein Unterschied. Ja. In Esra steht 775, das ist also ein Fehler. Ja, jetzt danach kommt, also hier schon steht 775, da steht 652. Das ist der Vers, Esra 2, Vers 4. Und bei Ihnen ist Nehemia wie viel? Nehemia 7, Vers 9. 7, Vers 9, genau. Die muss man gegenüberstellen. Gut. Dann, Pahat Moabs von den Söhnen Joshuas und Joabs. Wie viel sind das in Nehemia? Moment. Muss ich erst wieder finden. Die Söhne Shephras, die Söhne Aschras, die Söhne Pascharons. 2818. Gut, in Esra 2. Vers 4, da steht, dass das 2812 sind. Also wieder eine andere Zahl. Dann gehen Sie mal zu Sattus, dann kommt Elams, das ist wieder genau dasselbe, 1254. Ne? Und dann kommt Sakkais. Ne? Sakkais haben Sie dann nachher. 760. Ja. Da haben wir hier, bei Sakkais 760? Ja. Nee, ich meine Sattus, Sattus kommt davor. Ja, Sattus. Doppel-T. Sattus 845. Ja, hier steht 945. Hier steht 945. Also das erste war Esra. Ja. Also Sie können das am besten, ich gebe Ihnen einen Tipp. Schauen Sie mal. Ich habe das hier auch so gemacht. Man nimmt einfach die Sachen, schaut sich das zu Hause an. Dann habe ich einfach die Namen aufgeschrieben und auf der anderen Seite genau die Namen mit den Zahlen von Dings aufgeschrieben. Ja? Insgesamt kommen da 18 Fehler raus. Aber ich sage den Zahlen.
Ja, natürlich. Aber wenn das Wort perfekt wäre, dann könnte das natürlich nicht noch wieder sein. Aber ich sage Ihnen etwas anderes. Können Sie Hebräisch? Nein. Gibt es irgendwo im Alten Testament der Name Jesus? Das ist der Voraussage, nicht Messias, nicht Knecht Gottes, sondern der Name Jesus. Kommt er irgendwo im Alten Testament vor? Also ich habe mit vielen diskutiert, evangelikal auch oder so irgendwo was. Der Name Jesus selber nicht, der Knecht Gottes, der Messias. Wir haben auch kein Problem damit, als Messias zu akzeptieren. Wir lieben Jesus, ja. Wir glauben, dass er von der Mutter Jungfrau Maria geboren wurde, dass sie Jungfrau gewesen ist, durch ein Wunder von einem mächtigen Gott. Wir glauben, dass er Wunder gewirkt hat, dass er einer der mächtigsten Gesandten des allmächtigen Gottes war. Und wir glauben, dass wir Gott so anbeten müssen, wie er angebetet hat. Matthäus 26, Vers 39, mit seinem Gesicht auf dem Boden. Aber was ich Ihnen im Alten Testament zeigen kann, ist der Name Mohammed. Aber nicht im, natürlich nicht in der Übersetzung, sondern im Hebräischen. Und zwar in Hohelied 5, Vers 16. Ich lese das mal eben in Esra eben, dass ich mir das aufschreibe. Esra 2 war es, ne? Esra 2, Nehemiah 7. Ja. Nehemiah 7, Vers 9 habe ich, aber Esra habe ich nicht. 2. Esra 2, da wieder die Folge aufzunehmen. Dann fängt das an aufzunehmen, dann mussten sie die Aufstellung von Esra aufschreiben, was da für Zahlen dabei rauskommt. Und dann von Renier vergleichen, was sind sie dann vergleichen. Ja, so Filter kommen. Ganz einfach nur. Das ist Esra, das fängt an bei Esra. Entschuldigung, muss ich jetzt mal genau helfen. Esra 2, ja, ich will ja auch genau. Achso, hier habe ich das gar nicht. Esra 2, einen Moment bitte. Das fängt an. Ach, das fängt direkt am Anfang an. Esra 2, Vers 1. Ich lese das mal kurz auf Hebräisch vor. Das mal so. Das ist natürlich dann nicht so Übersetzung, dass man den Namen hört, weil wäre eine Katastrophe für die katholische Kirche, ne? Oder? Für die Steuer bezahlen. Hier steht, Hippo, müssen genau zuhören. Also, Entschuldigung, nicht, dass er das beleidigen lässt. Hippo, das heißt sein Mund. Hippo Mantekim, das heißt der Mund ist voll Süße. Und Kullu Muhammad Dim, Zadudi Wazarai Beinod Yerushalayim. Haben Sie Muhammad gehört? Muhammad Dim. Dieses Dim kennen Sie von Elohim. Das ist vom Respekt her. Die bei Elohim heißt nicht mehrere Götter, wie die Evangelikalen und die Pfingster behaupten, sondern bedeutet als Respekt für Gott. Elo, Allah. Na, hier sagt er, sein Mund ist voll Süße. Alles ist lobenswert. Mohammed, dies ist mein Geliebter, dies ist mein Freund, o ihr Töchter Jerusalems. Dann haben wir in Jesaja 19, Vers 12. Was hat sie mit Hohelied? Hohelied 5, Vers 16. Dann haben wir Jesaja 19, Vers 12. Da steht, wissen Sie, wie der Prophet Mohammed die erste Offenbarung bekommen hat? Der Engel Gabriel kam zu ihm und sagte, lies. Und er hat gesagt, ich kann nicht lesen, ich gehöre nicht zu dem Lesen. In Jesaja 19, Vers 12 steht, und das Buch wird jemandem gegeben werden, der nicht der Schrift unwürdig ist, indem er nur zu ihm sagt, lies, und er wird sagen, ich kann nicht lesen. Dann im Johannesevangelium, Jesaja 19, Vers 12. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich das falsch im Kopf habe. Aber soweit ich weiß, 19, Vers 12. Kein Moment. Ich habe etwas Falsches gesagt, aber... Nee, habe ich schon getan. Das ist 19, Vers 12. Nee, das ist 29, Vers 12. Entschuldigung, 29, Vers 12. Ja, also das kann man nicht alles. Ich muss eben, wir vergleichen die Sachen, ich lasse das von selbst kommen, dann setzen wir uns wieder zu. Weil jetzt, wir können, wir mit Hebräisch, wir können die antworten. Und das Buch soll jemandem geben. Sie sind da gleich in Hebräisch, in den Dingen. 29, Vers 12. Er kann Griechisch und ich kann Arabisch. Wissen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich. Was ist in Jesaja 29, Vers 12? Was ist da für eine Diskrepanz? Vers 12. Es geht darum, dass da steht, das Buch wird jemandem gegeben werden, der der Schrift unwürdig ist. Jeder dazu sagt, lies, und der wird sagen, ich kann nicht lesen. Und das ist genau die Situation, weil Mohammed war ein Analphabet gewesen, er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Das hat Gott extra so gemacht, dass er das Buch kriegt, damit nachher keiner sagen kann, er hat abgeschrieben und angelesen. So, da kam der Engel zu ihm in der Höhle, hat zu ihm gesagt, lies, und er hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und dann hat ihm das vorrezitiert, diese ganze Stelle. Wie gesagt, Jesaja 29 war das. Wissen Sie, wie Sie...